Damit wieder herzlich willkommen zurück zu Davinia. Wieder ein weiteres schönes Intro, diesmal Game of Life. Die Regeln verstehe ich selber nicht ganz. Das macht aber nichts, ich muss es ja nicht. Es ist einfach schön anzuschauen. Und genau, das letzte Mal waren wir in der Mine stehen geblieben. Haben uns hier einiges an Terrain freigekämpft. Ich glaube, hier war es das letzte Mal, genau. Ich erinnere mich, als wäre es gerade eben gewesen. genau. Als nächstes werde ich dann, genau, da hinten ist das auch alles noch frei wieder, oder wieder frei, immer noch frei, so rum. Genau, ich werde jetzt den Generator mir freikämpfen. Dann den ganzen Bereich hier und dann werde ich hier oben die Minen besetzen. Oder eine Mine, zwei Minen, drei Minen. Ist noch eine vierte? Ich glaube nicht, oder? Na, egal. Auf jeden Fall, ja, das wird dann so der Plan für diese Folge werden. Packen wir's an. Jetzt überlege ich natürlich, mein Engineer ist gleich fertig. Ich glaube, ich werde die Davinianer dann auf Kampf trainieren. Im nächsten Upgrade. Weil dann kann ich die nämlich irgendwo hinschicken. Und die können dann für sich selber kämpfen. Das ist dann auch total toll. Weil meine Squad ist aktuell eigentlich groß genug. So, das mache ich jetzt auch, weil... Ah, so. Ah, Mist. Naja, auf jeden Fall, Davinianer werden es gerade genau erforscht. Dann können die sich selber wehren, sind nicht mehr ganz so hilflos. Das wird uns, glaube ich, später noch einige Male den Arsch retten. Jetzt müssen wir hier einmal vernünftig Fuß fassen. Das ist alles hier sehr, sehr steil, sehr steiles Terrain. Und die bewegen sich halt sehr langsam, die Squads, wenn überhaupt. Dass wir hier nicht irgendwo in eine Falle geraten, wenn wir hier versuchen, den Berg zu erklimmen. Schon mal Granaten hinwerfen, werden wir uns hier um die Leute kümmern. So, und ich glaube... Das wir dann hier schon sehr gut aufgeräumt haben. So, der sammelt jetzt ein. Und hier werde ich jetzt ein... Nein, werde ich keinen Ingenieur hinschicken. Ich erschaffe irgendwie immer Ingenieurs. Ich verstehe das nicht. Was wollte ich sagen? Einen Officer werde ich mir erstellen.
Den werde ich hier hinschicken. Mit allen Darwinianern, die gerade in der Gegend rumkreuchen und fleuchen. Die werden dann automatisch die Maschine da besetzen. Und dann zu ihm zurückkehren, hoffentlich. Und der wird dann das Bindeglied zwischen diesem Inkubator hier und diesem Portal. Dann laufen die nämlich hier rüber. Dann leite ich die von dort an die Maschine, von dort an die Maschine, von da irgendwie wieder runter oder egal. Auf jeden Fall hier rüber und dann gucken wir mal. Einfach nur um zu zappeln. Yay. So. Unruhige Maus. Sehr schön. Oh, guck mal. 25 Seelen können wir jetzt sammeln. Oh, ist das schön. Das erspart uns einiges an Arbeit. Und jetzt hier sieht man schon das allererste Mal, dass Darwinianer Maschinen bedienen. Und stehen hier und wackeln im Wind, wehen im Wind, schwenken im Wind, wie auch immer. Und arbeiten den lieben langen Tag nach Lust und Laune für null Geld. Weil es ja um ihr Überleben geht. Irgendwie so. Gut. Den nehme ich jetzt und schicke die einfach mal hier hin. Mit dem mache ich dasselbe. Komm, Punkt. Da. Zack. Mal mitgenommen. Ja, schön. Oha, ich kann ja jetzt. Kann ich genau. So, wir haben den Officer ja aufgewertet. Und mit diesem Befehl, ich kann jetzt hier mit dem Rechtsklick, kann ich die einzelnen Befehle umstellen. Ich kann entweder hier in die Gegend klicken, dann sagt der Officer den Darwinianern, geh dorthin. Oder ich kann auf den Officer klicken und sage, komm zu mir. Und das vereinfacht die Sache im Generator um einiges, weil ich dann nicht ewig Ziele setzen muss, sondern ich werde mit dem Officer dann einfach in der Gegend herumlaufen. Und die Darwinianer folgen und immer wenn ich an irgendwelchen Solarpanels vorbeirenne, werden die automatisch besetzen, wie gerade eben hier auch. Das ist sehr gut, um halt die ganzen Leute zu sammeln. Der rennt jetzt hier gerade im Kreis wie bescheuert. Ach nein, 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 nein. So, du zeigst dahin, du gehst dahin und du gehst da hinten hin. Muss ja alles seine Ordnung hier haben. Gut, genau, Insel ist eingenommen. Ich werde jetzt dann anfangen, mal hier aufzuräumen. Denke ich mal. Das ergibt dann auf jeden Fall Sinn, das hier zu tun, weil da hinten ist schon der nächste Inkubator. Die Spinne hat mich gerade gesehen. Halt immer so ein bisschen vorhalten. Warten, bis die Spinne springt und dann die Granaten dorthin legen, wo sie gelandet ist. Das möglichst bevor sie das nächste Mal springt. So, genau. Und hier hinten müssen wir gleich aufpassen und reingehen. Möglichst schnell, weil da sind auch nochmal diese komischen Eierschleuderpflanzen, die halt Viren verteilen. Natürlich hat der Ingenieur nichts Besseres zu tun, als dort Seelen zu sammeln, wo die meisten Viren sind. Das ist natürlich logisch. So, hier kommt jetzt das Ei von da hinten. Das müssen wir jetzt einmal kaputt bomben. Sonst wachsen da neue Viren raus. Ne, wie das so ist mit Viren. Die wachsen aus Eiern. Das weiß doch jeder. So, nehmen wir jetzt hier mal den Squad und geben uns hier weiter ein feines Gebiet.
So. Jetzt können wir wieder unseren schönen Airstrike benutzen, um hier alles platt zu bomben. Wir sind auf, du programmierst. Komm. Jetzt hoffe ich, dass ich das Ei auch erwische hier irgendwie. Und hier neues Zeug rausschlüpft. Gut. Das war das Opfer wert. Da liegen auch noch Eier. Goto, wo ist der denn? Da. Goto, wo ist der? Da, weg. So. Jetzt machen wir hier noch das letzte Ei kaputt. Damit haben wir die Inseln alle befreit. Boom. Das Schöne ist, jetzt können wir halt einen Officer erstellen, der sich einfach hier in die Pampa stellt und die Leute einfach mal alle einsammelt. Sehr schön. So, einmal gestreckt und genau, so, jetzt können wir die nämlich alle hier reinschicken. Und wir können dann hier einen hinstellen, der die dann hier hinschickt. Das Schöne ist, die Davinianer, die können Berge erklimmen, das ist der Wahnsinn. Also man wird jetzt hier meinen, die kommen hier nicht rauf, aber die kommen hier rauf. So, hier irgendwo ist noch... Ich höre Viren. Oder vertue ich mich da? Upsala. So, ist hier noch irgendwas Rotes? Da ist was Rotes, da sind... Oh, da sterben welche. Nein! Verteidigt. Ach, gut. So ein sehr schöner Trick, man kann einfach so weit rauszoomen, bis der Distanznebel einsetzt und dann sieht man die Viren ein bisschen besser. So. Kleiner Pro-Tipp. So, genau, die strömen jetzt alle dahin. Und wenn die fertig sind, werden die von dem anderen hier angezogen. Obwohl ich mir jetzt einen hier hinstellen müsste. Der sagt, geht dahin. Weil ich bin mir nicht sicher, ob die den Weg von hier runter finden. Packe ich die jetzt lieber hier oben. Und... Ja, ach, das wird schon. Das wird schon. Auf jeden Fall, die Sachen arbeiten hier. Hier sieht man schon Primitives. Und hier sieht man die fertig raffinierten Polygone, aus denen dann später die Waffen gebaut werden. Und wir müssen 20 Primitives refinen. Also 3 haben wir schon. 20 brauchen wir. 4 haben wir schon. So, die hängen jetzt da. Ja, jetzt hängen die nämlich alle genau hier am Terrain fest. Das habe ich nämlich befürchtet.
jetzt hier mal richtig machen. So, folget mir. Dorthin. Oder auch nicht. Die rennen jetzt alle wie blöd hier durch die Gegend und versuchen hier hinzukommen. Na, die schaffen es aber. Weil die sind nicht dumm. Die sind clever. Die nicht, die sind dumm. Die rennen jetzt hier die Klippe rauf und runter. Dämliches Pack. Ja, hier kommen aber doch noch eine, die es schaffen. Einige, die es schaffen. Ah, komm, weg damit. Das Ding ist besetzt. Stellen wir uns hier nochmal einen kleinen Trupp zusammen. Na, komm, schnapp dir welche. Komm, 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 komm. Hier werden noch welche bei sein, die auf mich hören hier. Ich will jetzt hier diese... Geht da hinten hin. Blöden Mistviecher. So. So, ihr bleibt dann weiterhin da. Ihr bleibt da. Und ihr geht jetzt dorthin. Ja, ich glaube, die kommen doch so langsam, aber sicher da durch. Also die Wegfindung funktioniert irgendwie. Aber fragt mich nicht, wie. Ja, aber guckt es euch an, wie die bergsteigen können. Das ist der Hammer. Ja, ja, ja. So, die Davinianer sind auch bald auf Level 2. Das ist sehr schön. Ich glaube, danach kann ich den Squad nochmal aufleveln, damit wir einfach 5 Stück haben. Und am Ende kriegen wir noch 6. Einen 6. dazu. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier erstmal die Raffinerie haben. Und dann will ich die hier auch noch haben. Sammeln wir die jetzt nämlich alle da. Und dann können wir den Level auch abschließen. Zack. Denn ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, je mehr wir hier auch raffinieren können, desto mehr Teile kriegen wir später auch. Und die brauchen wir dann auch dringend. Na, und je mehr Teile wir kriegen, desto schneller können wir dann unsere Waffen aufbauen und so weiter und so weiter. Ah, so, Schluck getrunken. Die sind auf dem Weg zurück. Ich warte jetzt, bis die da angekommen sind, weil man weiß nie, wenn ich den Level wechsle und die sind hier mitten im Terrain. Das ist, glaube ich, nie ganz gesund. Sind die mittlerweile fertig? Ja gut, die werden, glaube ich, dann... Aber wir sehen, sehr viele Polygone werden hier abgebaut. Das läuft wie am Schnürchen. Auch gleich fertig. Da bin ich, wir sind auf Level 3. Schön. Dann nehmen wir doch direkt mal hier CD Squad als nächstes. So. Die Zeit, die man hier nämlich mit Zugucken verbringt, kann man wunderbar nutzen, um halt den Doktor forschen zu lassen. Das geht nämlich relativ schnell. So. Genau, damit haben wir den Level jetzt auch abgeschlossen. Wir haben die Raketen hier natürlich nicht gefunden, dafür aber den Airstrike.
glaube, den können wir auch wegnehmen, weil der Ruf von dem hier müsste reichen. Kann die nämlich wegnehmen, die wegnehmen und die wegnehmen. Und den alleine nehmen wir, um die hier zu sammeln. Ja. Das passt schon. So, also genau, der Level ist durch. Mach ich dann auch direkt mal hier zu. Und als nächstes werden wir uns dann um den Generator kümmern. Das aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, bis nächste Woche. Ciao.